Es ist nicht nur eine Party, es geht hier um eure Feierkultur, um unsere Musikkultur in dieser Stadt in Berlin. Ich bin nicht der große Redner, sorry, aber ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich habe mich kurzerhand vorbereitet sozusagen. Also es geht darum, dass wir in Zukunft weiterhin dieses Party-Feeling, diese Art und Weise zu leben, beibehalten wollen, wogegen diese GEMA-Tariferhöhung ab 2013 definitiv uns einen großen Strich durch die Rechnung machen wird. Das heißt für euch alle erhöhte Eintrittspreise etc. etc. Viele Clubs werden schließen müssen. Deswegen sind wir heute da und demonstrieren. Es ist nicht nur eine Party, okay? Wo seid ihr? Hallo! Okay, Berlin lebt von diesem Nightlife und von dieser ganzen Clubkultur definitiv. Wir sind eine Kulturstadt, wir haben keine Industrie. Wir leben von diesem Zuwanderungsding, von, ja, egal wo die Leute herkommen, wir haben Partytourismus ohne Ende. Davon lebt diese Stadt, davon lebt auch ein Herr Wobereit, der mittlerweile seinen Arsch hochkriegen muss, definitiv. Okay? Wir brauchen die Unterstützung der Politik, um weitermachen zu können. Tariferhöhungen sind ein Hohn. In dieser Art und Weise, was die GEMA uns vorgeben möchte, ist es ein Hohn. Es geht gar nicht klar, auf gar keinen Fall. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Wir wollen eine gerechte Verteilung der GEMA-Anteile in Zukunft. Nicht, dass ein fucking Dieter Bohlen davon lebt oder ein fucking... Nennt ihr mir Namen? Kennt ihr Namen? Wer lebt davon? Ich glaube, ihr kennt sie alle. Ihr habt mit Musik gar nicht so viel zu tun. Ihr geht aus und tanzt, aber ihr kennt sie alle. Ein Ralf Siegel etc. Wir wollen diese Scheiße nicht. Wir wollen eine gerechte Verteilung und wir wollen ab 2013 auch eine gerechte Verteilung für die Clubs. Eine prozentuale Erhöhung von 1200% für die Clubs an Abgaben wäre ein Hohn. Es würde zur Folge haben, dass viele Clubs schließen müssen, viele Clubs gar nicht mehr so arbeiten könnten, wie sie in den letzten 10 Jahren gearbeitet haben, wovon Berlin letzten Endes gelebt hat in den letzten 10 bis 15 Jahren. So. Wir wollen weitermachen. Ja, und ich bin noch nicht fertig. Wir möchten gerne, und dafür sind wir heute alle da, dass sich die Politik einschaltet gegenüber dieser monopolistischen Gesellschaft oder Organisation namens GEMA. Ein Gruß nach Rosenheim an die 18 fucking Angestellten, die dort stehen seit vielen Jahren und über 300.000 oder noch mehr Künstler entscheiden, wer wie viel Geld bekommt. Es ist der absolute Hohn und wir wollen dagegen vorgehen. Und zum Zweiten, wir wollen definitiv, nicht zum Zweiten, zum Ersten, wir wollen gegen die Tariferhöhung für die Clubs im nächsten Jahr vorgehen. Und deswegen sind wir heute alle da. Und jetzt will ich euren Support. Ich will euch hören. Ihr seid